Der Kummer der Belladonna ist ein 98-minütiger Film, der 1973 veröffentlicht wurde. Nach ihrer Hochzeit mit Jean wird das Bauernmädchen Jeanne von einem tyrannischen Fürsten und seinem Mann vergewaltigt. Ihr Leid und ihre Qual lassen Jeanne, die auf Rache sind, sodann mit dem ihr erscheinenden Teufel einen Pakt schließen. Hierauf wird sie jedoch zur unfreiwilligen Gespielin des Teufels. Die visuelle Präsentation dieses Animes, gerade in der Verbildlichung von Sündhaftigkeit und diabolischen Einflüssen, ist aufgrund ihrer psychedelischen Darstellung mehr als ungewöhnlich und kann in ihrer Bildsprache als eine Mischung aus Mindgame und Berserk beschrieben werden. Die an Jeanne d'Arc angelehnte Geschichte, die vage auf die Ausführungen über Hexen des im 19. Jahrhundert lebenden französischen Historikers Jules Michelet rekurriert, entfaltet im hier gezeigten dionysischen Rausch die Möglichkeit, bestehende Strukturen zu hinterfragen. Und so wird hier Jeanne, wie in Michelets Text, die Hexe als Kämpferin gegen kirchliche und feudale Unterdrückung gesehen. Im Sinne des Zeitgeists, unter dem dieser Anime entstand, welcher in den finalen Aussagen ganz offen zutage tritt, wird der dort geschilderten Sexualität eine bestimmte Funktion zuteil, wie später auch in Mimimi. Weitere Informationen zum Gesagten und die Filmvorschau sind in der Videobeschreibung verlinkt.